ich bin heute im Dreh und habe hier auch Ballons und der ist nett weg. Und ich habe da noch keine Erfahrung drin, aber ich möchte das ja heute gerne mal austesten. Ja, ich würde mal sagen, ich fange einfach mal an zu testen. Zeig mal den Ballon und das Motiv. Dann kannst du auch kurz durchatmen mal. Das ist nämlich auch ein sehr schönes, finde ich. Ja, das ist sehr gut gemacht. Ja, schön shiny. Dreh mal das Motiv ein bisschen in die Kamera, finde ich schön, wenn man, also beim Aufblasen, dass man es ein bisschen sieht. Ja, guck mal, er kriegt. Nee, du musst also quasi so rumdrehen am Hals. So. Genau. Nee, so, dass ich. Ja, guck mal, Anfänger, ne? Ja, ist alles okay. Letzte. Nicht wirklich. Na genau, ich sehe quasi diese Seite da und so, genau, so und jetzt rein. Da geht noch viel mehr. Echt? Ja. Ab einem gewissen Punkt hilft es, wenn du durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmest und den Mund gar nicht mehr wegnimmst, weil du irgendwann den Hals sonst nicht mehr fassen kannst. Aber darf ich mal gerade? So. Jetzt sieht man so ein bisschen Motiv. Ich bin mir nicht sicher, ob du den so kaputt kriegst. Aber wir probieren es.
Bevor du umkippst, hörst du auf, ne? Bitte? Ja, das ist Absicht. Das soll so. Der sieht jetzt auch schon ganz gut prall aus, aber es ist erstaunlich, wie viel dann immer noch reinpasst. Nur ganz kurz, wenn der platzt und du hast die Hände so dran, die halt's gut fest. Nicht jetzt, sondern weiß ich raus, dass es halt nicht wieder rauskommt. Genau, aber wenn du die Hände so um den Ballon hast und der platzt, das fliegt ja mit einer Geschwindigkeit nach außen. Es kann sein, dass du dir wehtust, wenn du so die Arme dran hast. Das wollte ich. Also du kannst ihn so ein bisschen stützen mit der Hand, aber wenn du so komplett den Arm drum hast, kann es sein, dass du dir wehtust. Und das wollen wir nicht. Ich glaube, du musst auch ein bisschen kräftiger pusten. Soll ich ihn fertig machen? Soll ich fertig machen? Ich muss mir nur was mehr anziehen. Ja, du atmest doch richtig. Ich finde, das war Teamwork. Ja, auf jeden Fall. Weil dadurch, dass du den jetzt so vorgelegt hast, dadurch, dass du den so vorgelegt hast, ist der jetzt halt auch in winzig kleinen Fetzen zersprungen. Sieht man hier ganz gut. Ja, haben wir gut gemacht.